Was geht ab, Freunde, Supporter? Willkommen zum zweiten DLC, zum 2018er Spider-Man auf der PlayStation 5 im Remastered. Ja, der zweite DLC, Revierkämpfe. Wir starten direkt mal durch. Einige von euch hatten Bock, dass wir auch die anderen DLCs zocken. Ich würde mich natürlich freuen, wenn sich das Ganze auch in den Likes und Kommentaren äußern würde. Bisschen Unterstützung, Freunde. 2021, seid ihr noch ein bisschen im Schlaf, Winterschlaf? Ich meine, okay, ist langsam angefangen, das Gaming-Jahr. Und es wird auch langsam weitergehen. Deswegen zocken wir jetzt auch die DLCs, weil ich gar keine Ahnung, was man gerade zocken kann, was so in nächster Zeit kommt. Nichts Großartiges auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir haben genug gelabert. Ihr könnt allerdings trotzdem mal einen Blick in die Videobeschreibung werfen, denn wie jeden Monat gibt es ein Gewinnspiel, Freunde. Bei meinem Partner Instant Gaming könnt ihr ein Spiel eurer Wahl gewinnen oder Guthaben. Ja, gebt da, wenn ihr PlayStation Guthaben wollt, nicht 50 Euro an, sondern 75. Kleiner Tipp von mir am Rande. Macht da gerne, wie gesagt, beim Gewinnspiel mit und folgt mir auch gerne auf meinen Social Media Seiten. Und ich würde sagen, wir starten durch. Captain Yuri Watanabe. Lagebericht. Felicia Hardy, alias Black Cat, wird vermisst und ist vermutlich tot. Gemeinsam mit Magia Don Hammerhead wollte sie die anderen Magia-Familien erpressen. Doch Hardy betrog Hammerhead. Der wiederum schlug mit gestohlenen Sable-Waffen zurück. Brutal. Hardy und das Erpressungsmaterial wurden Opfer seines Angriffs. Jetzt will Hammerhead Blut sehen. Erpressung ist keine Option mehr, also zieht er in den Krieg und hofft, die anderen Magia-Dons zu eliminieren. Dafür hat er sich weitere schwere Waffen angeeignet, die Sable beim Abzug zurückgelassen hat. Wir haben so viel Sable-Ausrüstung wie möglich beschlagnahmt, aber vielleicht nicht genug. Es tobt ein Bandenkrieg und New York steckt mittendrin. Aber vielleicht haben wir jetzt Glück. Die Magia hat Hammerhead im alten Harlem-Sanatorium festgenagelt. Wenn wir seine Männer ablenken, könnte sich ein kleines Team ins Gebäude schleichen und ihn lebend da rausholen. Wir haben nur einen Versuch. Den müssen wir nutzen. Nur einen, Freunde, nur einen einzigen Versuch. Miese Schießerei auf jeden Fall am Start direkt. Es wird ungemütlich. Bereit, wenn du es bist. Verstanden. Dann werde ich sie mal ablenken. Bereit, meine Herren? Spidey, guck mal. Cool. Das ist gegen die Regeln, Lieutenant. Tut mir leid, Captain. Geschenk von meinem Kleinen. Man hat ja nicht jeden Tag mit ihm zu tun, ja? Ich lasse es durchgehen. Diesmal. Und jetzt zurück auf Position. Ja, Ma'am. Dann mal los. Alter, richtige Action hier. Ist das die Spinne? Habt ihr in die Kunst des Krieges was über Irreführung gelesen? Nein? Gut. Ey, was ist denn jetzt los? Ein Magier-Bürgerkrieg. Hammerheads Männer gegen all die anderen Familien. Ja, klar. Kein Problem, Spidey. Unglaublich, dass Hammerhead ein altes Sanatorium als Basis gewählt hat. Nein, Moment. Ich glaube das absolut. Ich muss die Aufmerksamkeit der Typen auf mich ziehen, während Yuri und ihr Team versuchen, Hammerhead zu schnappen. Zum Teufel! Bin dabei, Spidey. Alle Dons sollten so ähnlich wie Hammerhead heißen. Mal sehen. Wie wär's mit Elch? Das ist ein majestätisches Tier. Oder Stachelrochen, um beim Meeresthema zu bleiben? Hey, ich mache hier Brainstorming. Bezieht sich denn Hammerheads Name wirklich auf den Hammerhai oder was? Oder wie kommt der darauf? Ich dachte einfach nur, weil er einen verdammt dicken Schädel hat, Alter. Na gut, okay. Das ist für die Dons! Das ist für die Dons, Junge. Was machen die Dons für dich? Gar nichts, Junge. Gar nichts. Hör lieber auf, Soldat. Ja, ja. Was wollt ihr sagen? Ich weiß nicht. Ich bin eingesponnen hier. Ich bin eingesponnen. Hilfe, Mami. Wir haben viele verloren. Ja. Cool. Vergesst Hammerheads Leute. Alle auf die Spinne. Hammerheads Leute gegen den Rest der Magier. Das ist wie eine Party, auf der man alle hasst. Alter, Spider-Bots. Weiter aufeinander ein. Ich überwache das Ganze nur. Beide Seiten sind nicht gerade unterbesetzt, was? Sehr gut, Spider-Bots. Ey, lass das. Hammerhead-Schläger. Nur Zerstörung öffentlichen Eigentums.
Vor allem, wie sie immer alle da fleißig auf die Dächer klettern, ey. Ja, alles klar. Jo, genau. Hey, ich halte das ewig durch, Jungs. Muss aber auch nicht sein. Los, Spider-Bots, mach die platt. Alter, hält aber ganz schön gut aus, wa? So, nochmal einen Schock drauf. Ah, komm, dann machen wir doch den Finisher. Du endest wie eine Fliege an der Windschutzscheibe. Die Insektenwitze werden echt alt. Oh nee, Alter, diese Leute. Waldfäbel, dass ihr ihre Schilde geborgt habt. Erst in der Luft! Bringt ihn um! Plötzlich hat er eine ganz andere Stimme, die Sau. Der Kerl legt drauf an! Ja, tu ich also, tatsächlich. Ich kenne ja einen mit einem cooleren Schild. Oh yeah! Captain America, baby! Was hier leider, ich gehe mal stark davon aus, zwar existiert natürlich Captain America irgendwie in, sorry, mein Kopfhörer, zwar existiert Captain America irgendwie in der Welt hier, aber sie dürfen ihn natürlich nicht zeigen, also es sei denn, sie holen die Erlaubnis von Marvel rein, was natürlich ganz geil wäre. Das wäre halt echt ganz geil, Mann. Es wäre halt echt ganz geil. Ich meine, die arbeiten ja auch bei den Filmen zusammen. Zwangsweise. Zwangsweise müssen sie ja zusammenarbeiten. Hey Yuri, draußen ist alles klar. Oder wie geht's es hat auf jeden Fall Vorteile für beide, sagen wir mal so. Ah, schlechter Empfang. Sie muss wohl im Keller sein oder so. Ich muss ihr hinterher. Aber es würde für Disney mehr Sinn machen, geile Marvel-Charaktere, wo Sony ja nicht die Lizenzen hat, also wie Captain America, Thor oder so, denen zu geben, als bei Square Enix lieber den Sony Game als Square Enix, siehe oh, Marvel Avengers. Ich fand's nicht schlecht, so, also habt ihr, nicht. Ich denke mal, viele von euch haben das Let's Play gesehen. Ich weiß, Yuri kommt schon zurecht, aber irgendwas stimmt da drin nicht. Ich muss ihr hinterher. Mein erfolgreichstes Let's Play 2020, glaube ich, so im Großen und Ganzen kann man das auf jeden Fall sagen. Oder was heißt, viele von euch haben es gesehen? Einige von euch haben es gesehen, einige vielleicht auch selber gezockt oder woanders geguckt. War nicht schlecht. Hoffentlich gibt's hier keine Kröger. Aber das wäre mir jetzt echt zu viel. Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass zwischen Miles Morales. Vermutlich wird nicht jedes Sanatorium von den Geistern gequälter Patienten aufgesucht, aber. Und Marvel's Avengers Superhelden-Action Welten dazwischen liegen von der Qualität. Ich glaube, da übertreibe ich nicht. Entsprechend wäre das ganz geil. Und ich meine, da soll es ja auch noch passieren, dass wir. Bitte Ruhe bei der Infiltration. Diesen Spider-Man spielen können. Das soll ja auch noch passieren. Sieht nach Hammerheads Operationsbasis aus, aber kein Hammerhead und keine Yuri. Yuri! Das klang nicht gut. Ich muss zu ihr, schnell! Ich bin doch schon unterwegs, Mensch. Wo kam die denn her? Wen kümmert's? Überall Cops und die Spinne auch ist eine Abkürzung. Hier. Weißt du, was in dem Raum ist? Glaubst du? Ich sollte diesen Kerl aus dem Weg räumen. Im Ernst? Ja, Lou hat's mal versucht. Und? Hammerhead riss ihm fast das Ohr ab. Besser mal nachsehen. Upsi. War nicht gewollt. Falscher Knopf. Falscher Knopf. Ja, wirst du natürlich. Hey Junge, hör auf hier mit der Kanone durch die Gegend zu ballern, Mensch. So. Das waren alle. So, was sollten Hammerhead-Schläger hier für ihn bewachen? Sable-Technologie. Aber was ist das andere Zeug? Und wie hat Hammerhead es in die Flossen gekriegt? Ganz schön viel Zeug zum Livestreamen. Von Screwball gibt's dafür sofort einen Daumen runter. Das ist neu. Wirkt zu professionell für ein Hammerhead-Produkt. Überwachungsvideos. Yuri muss da doch auch drauf sein. Ich muss sofort da rein. Sie haben das Sicherheitssystem umfunktioniert.
Na los, Yuri. Also ich hab ja Manieren. Wenn es klopft, sag ich herein. Nein. Aber ihr musstet euch reinschleichen. Das ist das Problem mit euch neuen Korps. Kein Respekt. Feigling! Klar, früher mal. Da hatten wir ihren Respekt. Ihr schlugt zu, wir schlugen zurück. Zeigten euch euren Platz. Lehrten euch das Fürchten. Aber jetzt. Jetzt glaubt ihr, eine steife Brise wirft uns um. Die Furcht muss zurückkehren. Waffe fallen lassen! Hände hinter den Kopf! Eher nicht. Captain, es tut mir leid. Na los, sofort! Da ist sie. Da ist die Furcht. Na los, Captain, tun Sie's! Yuri, wo bist du? Ja, harter Auftakt auf jeden Fall. Yuri, bist du wirklich okay? Ja, ich muss nur mal kurz durchatmen. Lass mich helfen. Ich suche Hammerhead, finde heraus, was er plant. Du brauchst Zeit für dich. Das wäre gut. Ich muss den Familien meiner Leute sagen, was passiert ist. Aber halt mich nicht da raus. Wenn du was rausfindest, sag's mir. Versprochen. Wir stoppen den Kerl, Yuri. Nein, nicht stoppen. Wir nageln ihn an die Wand. Hammerhead hat's jetzt persönlich gemacht. Ich kann das nicht weiter zulassen. Seine Männer hängen angeblich in der Bar ohne Namen rum. Ich werde dort mit der Jagd beginnen. Okay. Fertigkeiten. Let's go. Dann ab zur Bar ohne Namen. Der Anzug ist cool. Danke, der Anzug ist wirklich cool. Ich hoffe, wir sehen ihn in Spider-Man 3, in dem Film. Wäre ganz geil. Es wäre wirklich so unfassbar geil, das wenn die wirklich alles zusammenkommt. Lass mich rein, du Idiot. Sehr schön. Hab mir Mühe gegeben. Die Bar ohne Namen. Stammkneipe von New Yorks berüchtigsten Kriminellen. Letztes Mal, als ich dort war, dauerte der Kampf hier fast das ganze Labor Day-Wochenende. Aber jetzt habe ich dich, mein tapferer kleiner Freund. Irgendwer hier muss wissen, was Hammerhead plant. Ich muss ein paar Gespräche belauschen. Vielleicht erfahre ich was.
Kommt der hier hoch? Ja, natürlich. Hallo. Keine Waffen, Schlägereien oder Superkräfte. Ganz schön hohe Erwartungen an die Gäste hier. Ja, aber ich gebe meine Waffen nicht ab. Es tut mir leid, aber das sind nun mal die Regeln, Sir. Die Waffen bleiben hier. Okay Spideybot, lass. Der arme Magiermann, der das reparieren muss. Ganz schön laut hier drin. Ich sollte die Gespräche nach Magier und Hammerhead filtern. Und jetzt das Gespräch isolieren. Na komm schon. Ist das nicht quasi schon... Perfekt. Mal hören, was diese Gentlemen zu sagen haben. Gut, dass wir nicht mehr bei der Magia sind. Hammerhead ist die Zukunft dieser Stadt. Findest du es nicht ein bisschen schräg? Was? Naja, was er macht. Mit sich selbst. Projekt Olympus. Das ist unnatürlich. Ach, und ein Tribal-Tattoo ist natürlich? Das ist nicht dasselbe. Okay. Ich stelle nicht gern Vermutungen an, aber ich glaube, hier sind nicht allzu viele geistige Überflieger versammelt. Gewagte These, Smiley, gewagte These. Trinken wir nachher noch ein Bier? Nee, ich hab Baseball. Oh, echt? Du siehst ja einen Spieler? Nein, ich meine, ich hab Baseball. In echt jetzt? Wir sind ziemlich gut. Ernsthaft? Ich schwör's bei meiner Mutter, wir gewinnen immer. Hm. Ah, hier gibt's ja sowieso kein gutes Bier vom Fassbier. Wo muss ich denn raus, Alter? Wo muss ich denn richtig unterwegs? Hier, ja. Der Bloody Stump ist fertig. Wer wollte den Bloody Stump? So. Jetzt, glaube ich, unter den Tisch. Ein Bier, ein kurzer an der Bar. Zeit zu lauschen. Ein... Ich will ja nichts sagen, aber der Laden geht seit dem Match ja nicht echt in Sachen. Ja. Die haben echt nur noch eine Biersorte. Die haben echt nur noch eine Biersorte. Skandal, nee, Junge. Tja, das ist nicht gerade hilfreich. Danke für nichts. Verrückt. Die Magiadons halten sich alle an einem Ort auf. Die glauben, dass das sicher ist. Den Boss freut's. So erwischt er alle gleichzeitig und übernimmt danach die Magia. Dämliche Dons. Wenn Hammerhead die Dons auslöscht, kontrolliert er die ganze Magia. Ich muss vor ihm da sein. Hier muss jemand wissen, wo sie sind. Ich muss die Stimmenwellenlängen isolieren. Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen zu wild. Ich würde die guten alten Superschurken wirklich jederzeit vorziehen. Hey, der Angriff auf die Magiadons. Wo soll es losgehen? Hast du einen Treffpunkt? Nee, der Neue sagt, er weiß es. Hammerhead hat's ihm erzählt, sagt er. Und seit wann weiß ein neuer Typ mehr als wir? Dem werde ich's zeigen. Ich hoffe wirklich, dass der neue Typ weiß, wo die Dons sind. Na los, neuer Typ, du schaffst das. Tja, sammle Informationen. Ich stehe hinterher, oder nicht? Ich muss dann ihre Stimmen isolieren. Ja, Spidey, ich hab's verstanden. Ich glaube, wir alle haben es langsam verstanden. Du musst die Gespräche isolieren. Du sollst wissen, wo die Dons sind. Nicht so laut, Mann. Es ist, ich weiß es nicht. Na los, neuer Typ. Ich wusste es. Blödes Großmaul. Aber ich weiß, wer es weiß. Winnie und Gino. Sie sind hinten. Und verraten es niemanden. Ganz was Neues. Winnie und Gino wissen alles. Halt bloß die Klappe, Neuer. Winnie und Gino, hä? Huh? Ich muss herausfinden, was sie wissen. Die Tür bei den Flippern führt nach hinten. Ich muss sie nur aufkriegen.
Was für ein Drecksloch. Dino! Elektro, ey. Nein, Dino! Oh, schon dabei. Dino und Gino! Entschuldigung, ich komme. Die Sicherung? Hey, was ist denn hier los? Winnie und Gino spielten Plätze. Eine Karte von Hammerheads Geschäften? Die muss ich mir näher ansehen. Neben der Brennerei und der Werkstatt druckt Hammerhead schon seit Jahren Geld. Wortwörtlich. So. Wenn ich hier fertig bin, rufe ich MJ an. Diese Standorte sind für ihren Artikel über Kriminalität bestimmt interessant. Okay, weiter. Ich muss zu Vinny und Gino herausfinden, wo die Magiadons sind. War das eine Ratte? Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Versteck dich. Hey, hast du von dieser Projekt Olympus-Sache gehört? Hab's gehört. Gefällt mir nicht. Könnte interessant sein. Könnte einen umbringen. Projekt Olympus? Tja. Warum höre ich das ständig? Weil es anscheinend das große Ding ist, Spidey. Vinny und Gino nehme ich an. Sie wissen, was Hammerhead plant. Da liegen Notizen auf dem Tisch. Also, das lässt sich schon gut verteilen. Ein Radio. Klassisch. Verdammt! Das war der eine. Jetzt der andere. Aber sicher. Von außen. Diese Magiadons haben keine Ahnung, was Hammerhead für sie geplant. Vielleicht was mit dem Licht. Was ist denn hier los? Das ist meine Chance. Siehst du hier was Eklektisches? Was Elektrisches? Die Dons verstecken sich im Auerbach-Theater. Ich muss sie noch vor Hammerhead erhalten. Junge, ich bin zu krass einfach, oder? Gut gemacht, Spider-Bot. Fast schon Speedrun, Alter. Ich hol dich später ab. Ich bring Desinfektionsmittel mit. Junge, guck mal, so schnell. Das kannst du auch nur machen, wenn du so ein krasses Skill hast. Ja, ich hab deine Nummer gespeichert, Pete. Ich weiß also, dass du es bist. Klar, natürlich. Hör zu, ich weiß, dass du was über Magiatan-Geschäfte schreibst. Ich hab da was für dich. Echt? Ich kenne den Standort von 4 Hammerhead-Geschäften und ich wette um echtes Geld, dass die nicht sauber sind. Ich hab kein Geld zum Wetten, aber das klingt ziemlich sicher. Ich schau mir das gleich mal an. Warum lässt du mich das nicht machen? Ich informiere dich dann. Das wäre toll. Ich hab eine Deadline. Dann bis bald. Ach, Spidey. Sie hat doch eine Deadline. Sich gegen Hammerhead auszusagen? Ich sollte lieber auf ihn aufpassen. Ja, machen wir direkt. Ich glaube, das waren... Genau das meine ich. Solche Sachen will ich nicht mehr sehen, Alter. Ich glaube, das waren nämlich diese Basen, wo du eine Welle nach der anderen wegmachen musstest. Ich finde es, ehrlich gesagt, so geil das Gameplay ist, ich finde es einfach lame, Alter. Deswegen fand ich das deutlich geiler bei Miles Morales, die Nebenmission. Die das da gemacht haben, das war einfach viel spannender irgendwie auch. Weil du so eine kleine Nebenstoryline noch nebenbei erzählt bekommen hast. Reaper-Blocks werden wir ja wohl mit ihm schaffen. Hast du gesehen, was da draußen los ist? Ich traue niemandem. Sie fahren los. Ich bleib hinter ihnen, falls jemand so eine Einladung aufkreuzt. Begleitservice als Spidey. Was gibt's Schöneres, oder? Die Luft ist rein. Oh Mann, berühmte letzte Worte. Oh bitte. Warum riskierst du das? Weil Aberglaube lächerlich ist. Wir werden sehen. Hui! Ich bin kein Fan von Begleitmissionen, oder? Ich bin es einfach nicht. Zu ruhig. Mann, ich wünschte, jemand hätte mich das sagen hören. Ja, ein paar hundert Leute haben es gehört gerade, ja, Spidey? Wir haben Besuch! Hammerhead-Schläger. Immer zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich muss diese Zeugen... Zeugenmanipulation ist illegal! Ihr wollt doch kein Verbrechen begehen, Jungs, oder? Das ist Sterbenheld! Ja, der Roboter ist so geil. Komm her. Kannst du wiederholen, dieser Funk ist so lame, Alter. Ich sollte nach weiteren Hammerhead-Leuten in der Stadt Ausschau halten. Danke, Spidey. Wir bringen den Zeugen in ein Versteck in Jersey. Wir gehen kein Risiko mehr ein. Okay, gut. Spider-Man, wie läuft die Jagd?
Gut. Ich weiß, wo die Dons sein könnten. Wie geht's dir? Müde. Ich bin gerade mit den Anrufen durch. Es war hart. Gut. Aber hart. Ich erledige das, Yuri. Keine Sorge. Okay. Auf zum Auerbach-Theater. Ich bin der Don-Sitter. Auerbach. Wird es in Englisch so, wird es so ausgesprochen? Ja, wahrscheinlich. Ich meine, wir würden ja Auerbach sagen, ne? Na gut. Hui! Alter, was war das? Die Dons müssen drin sein. Es wirkt sicher. Jeder mit seinem kleinen Kätzchen, ey. Den sieht man ja auch gar nicht an, dass sie Gangster sind. Oder möchte gern. Super sicher. Klasse. Sorry, wir sind komplett ausverkauft. Und es ist echt gemütlich da drin. Wir kriegen diese Don. So oder so. Wozu braucht Hebel diese Grab-Hebel-Dinger? Puh, ich brauche einen besseren Namen dafür. Ey, die Bots sind so krass, Alter. Kommt ruhig, meine Bots warten schon. Nicht so viel fürs Popcorn bezahlen. Mir gefallen die Chancen nicht. Das ist so krass. Hey, ernsthaft? Der Film soll auf der Glotze viel besser rüberkommen. Ich stopp dich in den Boden. Ja? Ey, die Bots sind so krass. Wie viel kommen denn noch davon, Alter? Huhuhu! Mist, mach's auf! Hier von denen oben auf dem Dach. Das gibt's doch wohl nicht. Frech, Alter. Yay! Sie haben das Haus mit Bomben gespickt. Bisschen viel, oder? Ich muss Hammerheads Leute und die Bomben ausschalten. So. Gilt eure Kleiderordnung auch frei? Eine Bombe weg, noch eine da. Ey, die Bots sind so geil, Alter. Und jetzt sind sie auf dem anderen Dach. Natürlich. Über uns, war? Nee. Yeah, yeah. Mehr Sprengsätze. Muss mich beeilen. Nicht den Tisch. Zwei. Ein Whiplash für Arme. Peitschengegner, Alter. Den Atem an. Nervt es euch nicht, dauernd zu verlieren? Ich meine ja nur, dass sie... Und ja, Leute, es ist ein Hattrick! Und die Menge rast! Alter, wehrt es auf jeden Fall einfach ab. Ich werde es beenden. Na, habt ihr Bock, Jungs? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Schön, gut. Läuft doch! Okay, die Dons sollten jetzt sicher sein. Ich sollte mal da rein und nach ihnen sehen. Wie weit ist es schon gekommen, dass wir dafür sorgen müssen, dass die Dons sicher sind, weißt du? Traurig, traurig, traurig. Hoffentlich sind die Dons okay. Und bereit für ein neues Versteck. Leute, reden wir über Sicherheitsvorkehrungen. Okay. Das liegt an den Grabpanzerdingern. Eindeutig. Mist. Das lief gar nicht gut. Nee. Yuri, er ist entkommen. Mit den Dons. Was? Ist das dein Ernst? Die geklaute Sable-Technologie. Sie hatte mehr in petto, als ich dachte. Du hast gesagt, du erledigst das. Du hast gesagt, du kriegst das hin. Hab ich, ja. Und ich hab's versaut. Tut mir leid. Was reicht jetzt? Keine Auszeit mehr. Ich mach das jetzt. Ich melde mich, wenn's einen Plan gibt. Mist. Ganz toll, Pete. Ganz toll. Ach, Pete, Alter. Ich meine, die hat gerade viele Leute verloren. Hey, ankacken muss sie uns trotzdem nicht, oder? Wie ihr hört. Ich hab wirklich keine Zeit für sowas, Screwball. Für Zahlen-Content ist immer Zeit. Besonders, wenn der Star New Yorks beliebteste Spinne ist. Bei Herausforderung auf Leben und Tod. Komm schon! Du weißt, dass du dabei sein willst! Lass mein Publikum nicht warten!
Nein, ich habe eigentlich gar keinen Bock, aber wir machen es halt beim nächsten Mal. Voll, gut, alles klar. Ich würde sagen, das war der erste Part. Wie gesagt, wenn ihr wirklich Bock habt, dann lasst gerne ein bisschen Feedback da. Es tut nicht weh, es geht schnell, hilft mir weiter, motiviert mich. Und ja, ansonsten hört man sich beim nächsten Mal. Ne? Also, danke fürs Zusehen. Gerne weiter ein Feedback dazu dalassen, wie ihr die DLCs auch findet. Ja, also 2 Jahre danach, jetzt auch nach Miles Morales. Findet ihr die geil so? Oder sagt ihr, ey, da wäre mehr gegangen? Lasst mich das gerne mal alles wissen. Wir hören uns, haut rein. Und tschüss.